Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Themenspecial der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft. In dieser Informationsreihe haben wir das Vergnügen, mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus unserem Netzwerk über spannende Themen zu sprechen, was die Gesundheitswirtschaft weltweit betrifft. Mein Name ist Axel Lohse, ich bin Teil des Teams der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft und wir haben wieder ein unglaublich spannendes Thema. Heute geht es um innovative Therapien in Japan im Land der aufgehenden Sonne. Dafür haben wir einen Experten eingeladen. Ich freue mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, Dr. Rolf Schmidt von Bio for Business, auch Autor unserer demnächst erscheinenden Studie zum Gesundheitsmarkt Japan. Er kennt sich hervorragend aus, was die Gesundheitswirtschaft in Japan betrifft. Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns ins Gespräch zu gehen über den japanischen Gesundheitsmarkt mit besonderem Fokus auf innovative Therapien. Unsere Zuhörer und Zuschauer sind sicher mehr interessiert, was Sie denn dazu bringt, Experte für das Thema zu sein. Sie haben die Möglichkeit, noch kurz sich vorzustellen. Ja, guten Tag, Herr Lohse, vielen Dank für diese Gelegenheit, hier einen Beitrag zu leisten. Zu mir, ich bin von der Ausbildung her Biochemiker und bin durch Zufälle sehr schnell ins Japan-Geschäft geraten. Ich habe bei einer deutschen Firma angefangen in Düsseldorf und war dann nach 2 Jahren für Lizenzverhandlungen bei Miti gesessen und die Verhaltensweisen der Japaner haben mich nicht mehr losgelassen. Ich musste diesen Code knacken, habe dann auch ein bisschen Japanisch gelernt, habe viel für das damalige BMWI, heute BMBF, gearbeitet. Japan war ja damals durchaus eine Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Da waren Leute gefragt, die sich mit der japanischen Infrastruktur beschäftigen. Ich habe dann dazu auch geschrieben, Buch veröffentlicht, was ist in Japan los? Und über die Jahre bin ich dann auch mit Ihnen in Kontakt gekommen und freue mich sehr, dass wir schon so lange jetzt in Sachen Japan und Pharma und MedTech zusammenarbeiten. Ich freue mich auch, dass diese Zusammenarbeit so fruchtbar ist. Und wir haben auch schon viel positives Feedback bekommen, eben zum japanischen Markt. Der japanische Markt ist und bleibt von Interesse für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Und heute soll es halt, wie schon angekündigt, um das Thema innovative Therapien gehen. Japan gilt ja auch als großer Vorreiter in dem Bereich. Und daher an Sie die Frage, was sind denn eigentlich die Triebkräfte, die es gerade Japan dazu machen, ein Land in Vorreiterposition bei innovativen Therapien zu sein. Wie sieht da eigentlich die aktuelle Landschaft aus in dem Bereich? Ja, also es geht, glaube ich, vielen Deutschen so, dass sie an Japanern eine ähnliche Mentalität erkennen wie bei uns. Und das ist ja auch im Großen abgebildet. Also Japan ist schon in vielerlei Hinsicht mit Deutschland vergleichbar, sodass sich auch ähnliche Strukturen entwickelt haben, auch in der Pharmaindustrie, im Gesundheitsmarkt. Allerdings gibt es auch ein paar Unterschiede und dazu vielleicht ein paar Worte. Also von der Größe der Volkswirtschaft sind wir vergleichbar. Wir sind 3 und 4, das wechselt immer ein bisschen. Im Moment sind wir 3 und Japan 4. Vom Gesundheitsmarkt sind wir auch vergleichbar, etwa 100 Milliarden Euro auf beiden Seiten. In der Technologie- und Innovationsfreudigkeit geben wir gut 3% des Bruttosozialprodukts für F&E aus. In Japan sind es 3,5%. Also Japan tut hier noch etwas mehr. Und beide Länder haben alternde Gesellschaften. In Japan sind das etwa inzwischen fast jeder Dritte über 65, über 100.000 Hundertjährige. Und alte Gesellschaften brauchen Pharma und brauchen MedTech-Unterstützung. Also auch hier gleich. Insofern wundert es nicht, dass es 300 Pharmaunternehmen in Japan gibt. Darunter sind unter den weltweit Top 50 immerhin 10. Ich denke, das ist etwas mehr als bei deutschen Pharmaunternehmen. Und an vielen der 100, 150 japanischen Unis wird natürlich über Pharma geforscht. Dann gibt es wie bei uns mit Max Planck und Helmholtz-Zentren in Japan eben das RIKEN, was
ähnlich aufgebaut ist. 7 Campusse mit 3000 Mitarbeitern, wie bei uns Max Planck. Und jetzt kommt aber ein großer Unterschied und der wird uns auch in diesem Gespräch weiterverfolgen. Japan ist absolut der Weltmeister in Verbundprojekten. Ja. Denn Japan wird oft eine Informationsgesellschaft genannt. 60% der Bevölkerung sitzt in Ballungszentren. Die Digitalisierung ist komplett. Und außerdem ist es ein Inselstaat, wo man von Geburt aus gewohnt ist, auf engem Raum miteinander umzugehen. Das heißt, es gibt unendlich viele Verbindungen zwischen den Menschen. Man sitzt in Kommissionen, man begutachtet sich gegenseitig und man hat eine gemeinsame Geschichte als Alumni oder im Betrieb. Und daraus entstehen eben Ansatzpunkte, auch im Berufsleben eng zusammenzuarbeiten, auch in der Pharmaforschung. Und jetzt kommt noch was weiteres dazu. Wir sind ja ein föderales Land und Japan ist ein zentrales Land, praktisch immer gewesen. Und insofern geht es dann eben in Japan eher so. On top ist ein staatlicher Council of Science and Technology, dem der Premierminister vorsitzt, ganz oben. Dort werden die Weichen gestellt. Als nächstes kommen dann die Ministerien, die ihre eigenen Forschungszentren haben. Sagen wir, Krebsforschung wird jetzt zum großen Thema, es ist ein großes Thema in Japan. Dann wird zentral entschieden, welche Ministerien beginnen mit der Krebsforschung. Jetzt kommen drunter die Verbundforschung. Und die werden organisiert durch eine Art FDA. Die Japaner haben das etwas anders gemacht. Diese AMED, wie das in Japan heißt, Medical Research and Development Organisation, die hat keine eigenen Forschungszentren, sondern ist der Mastermind. Und er schaut jetzt, dass zu diesen ausgewählten, top ausgewählten Themen auch koordiniert geforscht wird. Und damit ist in Japan auch in der Pharmaindustrie ein Fundus da, wo man sehr schnell neue Dinge entwickeln kann. Wir haben nachher vielleicht mal Gelegenheit, über ein Beispiel zu reden. Das sollten wir auf alle Fälle nutzen. Stichwort ist noch nicht gekommen, und zwar das Thema Zelltherapien. Also Japan ist ja bekannt für sein Steckenpferd Zelltherapien. Warum ist das eigentlich ein Steckenpferd von Japan? Gutes Beispiel, gutes Beispiel. Also Japan, ich glaube, ich habe schon von der alternden Gesellschaft gesprochen, wie ja auch bei uns. In Japan heißt das Super-Aging. Und viele dieser Super-Alten sind auch wohlhabend und deswegen ist das Stichwort eigentlich für Japan die Platin Society. Also nicht etwa die Silver Society, sondern die schwergewichtige Platin Society. Und da ist eigentlich der Gedanke nicht weit an Frischzellen. Frischzellen ist ja eine europäische Entwicklung, die man in der Schweiz begonnen hat mit fetalem Kälberserum, die sich nicht sehr bewährt hat. Es ging dann Ende der 80er, 90er Jahre weiter mit embryonalen Zellen. Wenn man ein Blastozysten, also eine befruchtete Eizelle am fünften Tag, menschliche, isoliert, dann findet man dort viele sogenannte embryonale Stammzellen, aus denen später der ganze Organismus wirkt. Also die Idee, kann man dieses System nicht benutzen, um daraus echte Frischzellen zu machen. Natürlich, der Embryo, die Blastozyste geht dabei drauf und das wirft ethische Fragen auf und hat sich deswegen nicht so recht durchgesetzt. Und da kam aus Japan der Paukenschlag. 2006 hat ein japanischer Forscher namens Yamanaka gefunden, dass man mit gentechnischen Methoden beliebige Körperzellen, meistens werden Haut- oder Muskelzellen verwendet, durch gentechnische Manipulation umwandeln kann in fast beliebige andere Körperzellen. Und dafür hat er auch 2012 einen Nobelpreis bekommen. Und das war der Weckruf für die Japaner. Jetzt hatten sie etwas, was im Rest der Welt noch nicht so stark entwickelt war wie in Japan.
Und jetzt geht's los. Und ich habe ja vorhin beschrieben, wie die Mechanismen funktionieren. Also das Ergebnis war dann nach 12 Jahren etwa 250 Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Davon sind im Kern vielleicht 30, die den Pharmateil machen, aber jede Menge Zulieferanten zu Japan, ja, darunter Unternehmen, die jetzt eine Chance gesehen haben, aus ihren disruptiven Geschäftsfeldern rauszukommen. Zum Beispiel die Kameraindustrie. Wer fotografiert auch mit einer Kamera, nicht? Und was machen die ganzen Fujifilms und Konicas und Canons und Nikons, mit denen wir früher fotografiert haben? Also die sind alle mehr oder weniger intensiv in dieses zellbiologische Gebiet eingestiegen. Und das Ergebnis ist jetzt, dass immerhin nach 12 Jahren, also es begann so 2012 rum, dass 30 Produkte zugelassen sind oder sehr nahe an der Zulassung. Das Problem ist jetzt allerdings, das ist alles noch kein Geschäft. Denn Zellen zu kultivieren, mit allen Vorsichtsmaßnahmen, nicht? Das sind rekombinante Produkte und dann gibt es ja die Immunabwehr, wenn man Zellen transplantiert in fremden Körper. Dann überhaupt mal einheitliches Material zu schaffen, das langsame Wachstum der Zellen und so. Also da ist natürlich sehr viel geschehen in der Zwischenzeit, aber es ist noch kein Geschäft geworden. Der letztendliche Proof of Concept, wie er zum Beispiel bei Immuntherapien längst erbracht ist, der steht in der Zelltherapie noch aus. Man hat jetzt gelernt, dass man zum Beispiel Zellen aus einem fremden Körper, wenn man sie immunologisch abgleicht mit dem Empfänger, verwenden kann. Also das ist schon mal ein Fortschritt. Man kann also größere Zellbanken herstellen, aus denen man auch Bedarf entnimmt. Man kann Stammzellen aus Fettgewebe isolieren, aus Zahnpulver. Wenn Kinder also einen Zahnwechsel haben, gibt es in Japan große Daten, große Zahnbanken, wo dann für den Erwachsenen später oder mit diesen allogenen Elementen auch für andere. Aber insgesamt, es läuft noch nicht so richtig. Bloß die Japaner sind zäh, die sagen, wir haben hier eine tolle Infrastruktur und wir machen was draus. Sehr inspirierend auf alle Fälle. Und wenn wir jetzt auf Ja. die Bereiche jenseits vielleicht auch der Zelltherapien schauen, was für, Sie hatten es ja schon angedeutet, Projekte oder Initiativen, wo würden Sie da nochmal einen Fokus setzen? Ja. Naja, also alternde Gesellschaften heißt natürlich Tumorerkrankungen. Das steht an erster Linie. Das ist in Japan knapp 30% aller Erkrankungen. Das ist seit langem staatlicher Schwerpunkt, wie ja bei uns auch. Dann ist muss ich mal schauen. Dann ist ein Thema, was wieder sehr japanisch ist, was ich doch hier noch mal ein bisschen ausführen möchte. Japan leidet ja in fast regelmäßigen Abständen unter Naturkatastrophen. Und Sie erinnern sich an den Tsunami 2011. Bei uns läuft er hauptsächlich unter Fukushima. Aber in Wirklichkeit ist ja die ganze Nordostküste von Japan zerstört worden. Ich war gerade dort vor ein paar Monaten. Es ist immer noch nicht alles wieder aufgebaut. Immer noch sind Zehntausende von Menschen nicht gefunden. Und solche Ereignisse, solche tragischen Ereignisse lösen in Japan immer einen Reflex aus. Jetzt schauen wir besonders in die Zukunft. Und was in diesem Sinn entstanden ist damals, war in Sendai, das ist in dieser Region in der Nähe von Fukushima, ein Zentrum zu bauen, um genomische Medizin zu entwickeln. Dieses Zentrum heißt TOMO, kann man sich vielleicht leicht merken. Und man hat dort inzwischen 100.000 Japaner genomsequenziert. 100.000. Und das aus möglichst 3 Generationen.
sodass man also auch Vererbungssystematiken untersuchen kann. Und damit gibt es jetzt ein japanisches Genom. Japaner sind ja ethnisch sehr Monokultur, also 98% der in Japan lebenden Menschen sind ethnische Japaner. Und damit ist jetzt eine Basis da, wo man solche Verbundprojekte machen kann. Wer macht damit? Pharmaunternehmen. Welche Polymorphismen im Genom sind typisch für spezifisch japanische Krankheiten? Wie kann man über Zellkulturtechnik hier Modelle machen, die ein japanisches Krankheitsbild abbilden, damit man darauf Medikamente setzen kann? Oder Ernährung. Also natürlich wurde jetzt in diesen 13 Jahren Laufzeit auch von den Leuten, wo man Genomsequenzierung gemacht hat, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten aufgenommen. Jetzt steigt die Lebensmittelindustrie ein und sagt, aha, ihr habt 10 Jahre lang Yakult-Joghurt getrunken. Und wie ist denn eure Krankheitserwartung im Vergleich zu solchen, die das nicht getrunken haben? Ja. Also das ist ein tolles Beispiel für japanische Entwicklung. Natürlich haben die ihre Chips, mit denen sie die Genomanalysen gemacht haben oder dann die Proteome dazu, haben sie selber entwickelt. Die japanische Industrie ist stark, Elektronik ist stark, Digitalisierung ist stark. Das ist ein Thema, auf das wir nachher auch nochmal kommen, wenn es um die Zusammenarbeit geht. Japan ist eben sehr stark, monolithisch und in sich selbst gefestigt. Und deswegen ist es ganz leicht, da reinzukommen. Dann nehmen wir das Thema doch gleich auf, also ich glaube, Zusammenarbeit. Die deutsche Unternehmen sind ja besonders interessiert an internationalen Kooperationen und wir als Exportinitiative fördern das ja auch. Also welche Chancen gibt es denn eben für die Kooperation mit Japanern? Also vom Respekt her, würde ich mal sagen, sind die Voraussetzungen sehr gut. Wir sind wohl mitten in Japan, auch geschichtlich, seit alters her. Und ich denke, Japaner sind auch wohlgelitten bei uns. Also die Mentalität passt. Das Problem ist, wir machen beide dasselbe. Wir haben sehr ähnliche Ansatzpunkte auch für unsere Wirtschaftsentwicklung. Und dann kommt vielleicht, also wir sind ja in Europa sozusagen ein Durchzugsland, wie jetzt bei der EM, wo sich ständig alle treffen und wo also ein ständiger Austausch ist. Japan ist eben eine Insel. Und damit haben sich dann eben auch Verhaltensweisen herausgebildet, wo eben dieses Mir san mir, also jetzt vielleicht nicht so offensiv, wie das vielleicht in Bayern kommt, aber schon ein gestandenes Selbstbewusstsein stattfindet. Und das führt halt gerne dazu, wenn etwas Neues kommt, dass man dann sagt, ja gut, haben wir vielleicht was übersehen. Wir kommen vielleicht bei den Vakzinen nachher nochmal drauf. Haben wir was übersehen? Was müssen wir jetzt machen, um das möglichst schnell, um diese Lücke zu schließen? Die Mechanismen dazu habe ich ja vorhin geschildert. Und es ist jetzt nicht unmöglich für Deutsche, da reinzukommen. Aber man braucht gute japanische Freunde. Man muss das japanische System kennen. Man braucht Zeit. Und es gibt schon ein paar Beispiele, wo das dann letzten Endes gut funktioniert hat, mit viel Geduld. Aber es ist nicht der Fingerschnipp-Aufsatz dort. Dann nehme ich das gleich auf. Ich denke, an Beispielen kann man das mal am besten illustrieren. Also kennen Sie denn, wo es gut geklappt hat? Also wo man entweder die Gemeinsamkeit gefunden hat in Europa und Japan oder idealerweise zwischen Deutschland und Japan? Ja, also vielleicht darf ich es ein bisschen auf Europa erweitern, weil ich da etwas mehr Beispiele finde. Denn ob es sich jetzt um Dänen oder um Deutsche oder um Franzosen handelt, ich meine, die haben alle das gleiche Thema in Frankreich oder Engländer. Und wenn man jetzt erstmal die Bilanz zieht, muss man sagen, es gibt sehr, sehr viele
Mergers and Acquisitions zwischen Japan und europäischen Firmen. Es gibt auch ein paar sehr gut laufende Joint Ventures. Und trotzdem ist eher ein Schwerpunkt japanischer Investitionen in Europa als umgekehrt. Also, um jetzt mal bei erfolgreichen Deutschen in Japan anzufangen, fällt mir sofort ein Böhringer Ingelheim. Böhringer als, vielleicht spielt da eine Rolle, es ist ein Privatunternehmen. In Japan gibt es unglaublich viel große Privatunternehmen, die einfach über, also die Idee ist, wenn ich verkaufen muss, bin ich gescheitert. Also da, ich adoptiere lieber jemanden, der mein Geschäft weiterführt, dann besteht das Geschäft und meine Identität bleibt erhalten, als dass ich verkaufe. Und insofern haben auch europäische Privatunternehmen in Japan einen besseren Stand. Also man, ich denke, man ist misstrauisch gegen Aktiengesellschaften, wo eben alle paar Jahre der Vorstand wechselt und eine neue Strategie kommt. Also es wäre Punkt eins. Und da ist halt Böhringer ein gutes Beispiel, während Bayer ist auch vertreten, macht dort Inkubatoren für japanische Start-ups und so. Aber der Star unter den Pharma und großen Pharmaunternehmen ist bestimmt Boehringer Ingelheim mit zwei Standorten in Japan. Von den kleineren Firmen fällt mir jetzt im Pharmabereich von Deutschen in Japan nicht so viel ein, aber ich habe ein relativ naheliegendes Beispiel aus der Kosmetik. Sehr, sehr erfolgreich ist Beiersdorf mit Nivea. Also Nivea ist die führende Kosmetikmarke in Japan, trotz starker japanischer Konkurrenz. Warum? Die haben sich vor 30 Jahren mit einer japanischen Firma auf Augenhöhe zusammengetan und haben ein wunderbar laufendes Joint Venture. Beide sind happy. Das ist die Firma Kao. Also das heißt Nivea Kao heißt das Joint Venture. Ist gut gelaufen. Dann habe ich auch vielleicht ein Gegenbeispiel. Die Japaner sind ja von Covid überrascht worden. Wir hatten keine eigene Vakzinindustrie mehr und hatten nichts zu bieten, als es soweit war, 2020. Und trotzdem waren im ersten Halbjahr 2021 waren 120 Millionen, ich schaue gerade nochmal die Zahlen nach. Also Japan war durchgeimpft Ende 2020, obwohl sie keine eigenen Vakzine hatten. Was ist passiert? Japan mit seinen vielen Antennen rund um die Welt, Jetro, Miti, Büros in allen großen Städten, hat natürlich schnell mitbekommen, was mit BioNTech, Pfizer und Moderna los ist und hat sich sofort die nötigen Dosen gesichert. Und jetzt kommt es aber und hat gleichzeitig einen eigenen Verbund aufgebaut, um die japanische Vakzinentwicklung wieder auf Vordermann zu bringen. Ergebnis: BioNTech, Moderna haben einmalig Geschäfte gemacht, haben ein paar Lizenzen verkauft. Aber die nächste Welle der Vakzinentwicklung wird sicher aus Japan herausrollen. Umgekehrt ist es so, Japan ist reich, ja, investiert stark im Ausland. Und dafür gibt es jetzt viele Beispiele. Also ich habe mal hier mir rausgesucht, es gab mal in München die Luitpold-Werke. Das ist heute Daiichi Sankyo. Daiichi Sankyo hat dann in Martinsried noch die U3 Pharma gekauft, kurz drauf als Venture-Firma. Takeda, das größte Pharmaunternehmen in Japan, hat für 60 Milliarden die Shire in Irland gekauft für personalisierte Medizin. Dann auch von der Produktionsseite her, ist ja auch wieder so typisch japanisch, einer der größten Dienstleistungsproduktion ist eine Glasfirma, Asahi Glas, größte Glasfirma
Unternehmen, Gasse Gas. Und die haben eine Diversifikation gemacht in Biologics und sind heute in USA, in Europa einer der starken Anbieter. In Deutschland haben sie dazu eine Biomeva in Heidelberg gekauft vor 10 Jahren. Dann haben sie noch in Mailand eine Firma gekauft und eine in Kopenhagen. Und jetzt sind sie europaweit einer der großen Dienstleistungsanbieter, so eine Art Lonza für Herstellung von Zellkulturen, von rekombinanten Produkten. Oh, spannend, spannend. Dienstleistungs- oder Service Provider. Sehen Sie denn Möglichkeiten, dass man als CEO, CMO, also als Auftragsforscher oder als Auftragshersteller auch von diesen Trends profitieren kann? Also ich meine auch von der japanischen Forschung, Entwicklung, Arbeit im Bereich innovativer Therapien. Wo wären da Ansätze? Also wer vermutlich am meisten profitiert, ist, wer den Japanern hilft, auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen, in dem gerade sind. Also Patentanwälte oder Dienstleister aller Art, die jetzt in europäischen Netzwerken verbunden sind und Japanern helfen, denke ich, ist ein wichtiges Geschäft. Es gibt auch Beispiele für Dienstleister, die in Japan erfolgreich sind. Lonza zum Beispiel macht dort gute Geschäfte. Im analytischen Bereich, auch pharma-bioanalytisch, ist es Eurofins, sehr gut in Japan vertreten. Fraunhofer hat 2 Büros und hat jetzt im Pharmamarkt noch nicht so zugeschlagen, aber sämtliche japanischen Elektronikfirmen verwenden natürlich MP3. Ja. Das war der Durchbruch für Fraunhofer. Also Fraunhofer ist ein großer Name. Und Fraunhofer hat auch insofern ein hervorragendes Image, als die Japaner sagen, das haben wir nicht. Eine so starke Institution, die mittelständischen Firmen hilft, Hightech-Entwicklungen zu machen. Ja. Okay. Von den Geschäftschancen, bevor das Geschäft kommt, haben wir natürlich immer die große Herausforderung bei den Gesundheitsmärkten, auf die Regulatorik zu schauen. Wir werden auch in unserer Studie zu Japan vertieft darauf eingehen, aber in a nutshell. Was gilt es zu beachten beim Thema innovative Therapien? Ja, naja, also es geht damit los, dass Sie in Japan nicht davon ausgehen können, mit Englisch allein durchzukommen. Viele Leute sprechen natürlich Englisch, aber wir kommen ja sicher auch noch mal drauf, wie Gruppenabstimmungen in Japan funktionieren. Und dabei es müssen ja alle mitgenommen werden. Es gibt ja keine einsamen Entscheidungen in Japan. Und unter diesen Gruppenmitgliedern sind auch viele, viele, die kein gutes Englisch oder gar kein Englisch sprechen. Also in Japan läuft alles auf Japanisch. Und das ist eben die erste Geschichte, man braucht einen japanischen Repräsentanten, der zum Beispiel als Marketing Authorization Holder, als Marktinhaber auftritt. Wer kann das sein? Da gibt es Clinical Research Organizations, 30, 40 an der Zahl, die haben eine eigene Webseite, kann man sich jemanden aussuchen. Und den sollte man gut aussuchen. Also es sollte natürlich jemand sein, der jetzt nicht nur Japan kennt, sondern auch die internationalen Märkte. Was einem zugutekommen kann, der Blickwinkel aus japanischer Sicht ist schon immer noch sehr stark die USA. Also wenn man selbst schon in den USA zugelassene Produkte hat, wenn man ein CRO wählt, was auch in den USA gut vertreten ist, kann das sicher helfen. Das wäre Punkt 1. Dann ist ja in Japan sehr schön diese Pharmaceutical and Medical Device Agency, die PMDA, die für die Zulassung zuständig ist, die bietet umfassende Beratungsangebote an. Ja. Also man kann gegen geringe Gebühr alles dort besprechen, auf Japanisch. Also man braucht wieder diesen japanischen Gewährsmann. Sonst ist eigentlich japanisch typisch bei der Zulassung nicht viel. Natürlich müssen die Waschzettel in den Präparaten, die müssen auf Japanisch sein. Man muss sich an
Also da gibt es ein paar landestypische Besonderheiten. Bei klinischen Studien müssen natürlich japanische Ethnien bevorzugt berücksichtigt werden. Aber die Japaner machen selbst inzwischen sehr viel internationale Studien. Also da kann man auch Partner finden, die das im Griff haben, dass genügend japanische Ethnie dabei ist. Und dann ist eine sehr wichtige Frage, ist mein Produkt innovativ? Also bin ich ein First of Class? Habe ich sowas zu bieten? Und wenn das der Fall ist, dann gehen die Türen auf. Dann gibt es sogar noch Geld. Denn das japanische Pharma, also man kann sich vorstellen, alternde Gesellschaft, Pharmaausgaben werden immer höher, Gegenbewegung, immer mehr Generika. Aber man will ja den Anschluss nicht verlieren an die Top-Behandlungsmethoden. Also alles, was hochinnovativ ist und zum ersten Mal da, ist gefragt, wird unterstützt, kriegt kürzere Zulassungszeiten. Da gibt es ein sogenanntes Pionierverfahren auf Japanisch Sakigake, wo sie eine bedingte Zulassung für maximal 7 Jahre bekommen, allerdings dann auch mehr Pharmakovigilanz bieten müssen während dieser Zeit, bevor die endgültige Zulassung kommt. Also das richtig einzuordnen ist deswegen schwierig, wie ich es gerade gesagt habe, um an Prämien zu kommen, um schnell zu sein. Es ist aber auch sehr, sehr wichtig bei der Preisgestaltung. Denn die Kosten für Pharmaka werden in Japan 4-mal im Jahr überprüft von National Health Insurance Agency. In Japan wird ja sehr viel erstattet, also ist eine Art Wohlfahrtsstaat in der Hinsicht. Aber die Preiskontrolle ist enorm. Darüber klagen auch die japanischen Firmen sehr. Wenn auch nur der Verdacht da ist, dass es schon ein zweites ähnliches Produkt gibt, geht der Preis sofort runter. Also insofern ist es auch eine Aufgabe, wenn man mit einem innovativen Produkt auf den japanischen Markt geht, blitzwach zu sein, was sich bei der Konkurrenz tut und möglichst schnell in das Stadium zu kommen, wo man über Preise reden kann. Ah, danke. Wie gesagt, mehr dann auch natürlich in unserer Studie dazu. Aber ich denke mal, zum Abschluss machen wir vielleicht noch mal ein kleines Resümee. Man merkt, Sie haben eindeutig Japan-Erfahrung. Wir sind vor allem an der Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen interessiert, also die vielleicht jetzt auch zum ersten Mal Richtung Japan schauen. Welchen Rat würden Sie denen an die Hand geben, wenn es eben um den Markteinstieg geht? Ja, also erstmal, was man natürlich selber machen kann, ist sich sehr, sehr, sehr gut vorzubereiten. Also alles zu lesen, was man in die Finger bekommen kann. Das Zweite, was man selber nicht mehr so gut machen kann, ist sich sehr genau anzusehen, mit wem man in Japan in Kontakt kommt. Also die Personen, mit denen man zu tun hat, so gut wie möglich zu profilieren. Und das ist ziemlich leicht, aber eben leider nur auf Japanisch. Also Japan ist enorm transparent auf Japanisch. Und insofern bietet sich schon an, hier eine gewisse Mühe reinzustecken, jemanden zu finden, der so ein Profiling durchführt. Mit wem rede ich überhaupt? Ist das jemand, der, also erstens mal, was für eine Position hat er in dem Unternehmen, mit dem ich verhandle? Dazu muss man ja wissen, es ist eben nicht Chefsache, ob etwas klappt oder nicht, sondern es ist Sache der Gruppe. Der Chef hat sein Team, sitzt vorne dran, lächelt freundlich, jeder kommt zum Wort, jede Kleinigkeit wird ausgeleuchtet und am Schluss sammelt der Chef alles zusammen. Es gibt eine gemeinsame Entscheidung, die wird auch noch abgestempelt, also protokolliert und abgestempelt. Und dann verhandelt der Chef und sagt, wir machen es zu den Bedingungen. Nicht? Und dann unter dieser Vorgabe zu wissen, wer sitzt denn am Tisch? Was haben denn die Leute alles schon gemacht? Wen treffe ich denn auf so einer Messe? Hat er vielleicht mal Beamter im Ministerium? Ist der von JETRO ausgeliehen, um mal eine Job-Rotation in eine Firma zu machen? Oder umgekehrt, wenn ich
bei der JETRO, also bei der Außenhandelsorganisation sitze, ist es nicht in Wirklichkeit ein Sumitomo-Mann, der jetzt gerade mal 2 Jahre ein bisschen Europaerfahrung sammelt. Und da eben durch diese dichte Packung von Individuen auch jede Menge Verpflichtungen durch die Gruppe geistern, ist es schon sehr wichtig, mit wem spreche ich, was hat er für einen Hintergrund. Also Profiling aller oberste Stelle. Und ein drittes, Geduld. Geduld. Also wenn dann die Gruppe, die japanische Gruppe, zu einem Vorschlag kommt und sie wollen an der kleinen Schraube drehen, sagen wir mal, längere Vorbereitungszeit oder so, geht das wieder in diese Gruppenbesprechung zurück in Japan. Also diese Ausbaldoberung, sage ich mal, von allen Aspekten kann eben Monate dauern, hat aber hinterher einen wahnsinnigen Vorteil. Wenn die Entscheidung da ist, gibt es keinerlei Obstruktion. Alles läuft nach Plan. Herr Dr. Schmid, das war wirklich aufschlussreich. Also wir haben heute viel dazu gelernt, denke ich. Es gibt noch viel zu entdecken in Japan. Es ist ein interessanter Standort für innovative Therapien. Manches ist gleich, manches ist unterschiedlich in dem Land. Und daher, liebe Zuschauer und Zuhörer, also zum Abschluss möchte ich nochmal auf die eben erwähnte Studie verweisen, die wir in Kooperation mit Herrn Dr. Schmid erstellt haben. Dort gehen wir auf verschiedene Aspekte nochmal ein. Also erfahren Sie noch viel mehr zu Zulassung, Erstattung, Vertrieb. Wir haben zahlreiche Verlinkungen, wir haben Marktdaten und vor allem praktische Tipps, wie eben der Markteinstieg im Land der aufgehenden Sonne gelingen kann. Herr Dr. Schmid, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns kurz ins Gespräch zu kommen zu einem wirklich spannenden Markt, dem Gesundheitsmarkt Japan. Und noch eins, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, noch mehr zu anderen Märkten und auch zu Japan natürlich erfahren Sie auf unserer Webseite exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de. Weitere spannende Themen finden Sie auch in anderen Themen-Specials oder auch in den Berichten der GTAI. In dem Sinne nochmal recht herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei allen und bis zum nächsten Mal, Ihr Axel Lohse. Sehr gerne.